Hallo Leute und willkommen zu diesem Combo-Video zu den Triple Ds. Ich habe euch ein paar Combos vorbereitet, beziehungsweise Icarus hat mir die vorbereitet und auch noch zugeschickt. Vielen Dank nochmal dafür. Das macht es mir ein bisschen einfacher, euch das Deck zu zeigen. Ich habe nämlich auch noch nicht ganz so viel damit gespielt, aber zusammen können wir jetzt ein bisschen was auf die Beine stellen. Ihr braucht auf eurer Hand einen Swirl Slime, also einen Wirbelschleim, und ihr braucht den Vertrag hier oder Kepler. Kepler sucht euch nämlich den Vertrag. Gehen wir davon aus, wir haben den Vertrag, wir brauchen Kepler also nicht. Als erstes aktiviert ihr den dunklen Vertrag mit dem Tor. Damit könnt ihr euch nun Lamia aus eurem Deck suchen. Als nächstes könnt ihr den Effekt vom Wirbelschleim aktivieren. Die beiden hier fusionieren von der Hand. Das ist der Effekt vom Wirbelschleim. Und durch das könnt ihr nun Chingis Special. Mal kurz schauen, wo haben wir denn den? Hier. Einmal Chingis Special. Nachdem ihr Chingis fusioniert habt, könnt ihr den Effekt von Lamia im Friedhof aktivieren, den Vertrag hier auf den Friedhof schmeißen und Lamia Special. Den Effekt von Chingis aktivieren und Wirbelschleim Special. Als nächstes nehmt ihr Lamia, Wirbelschleim und Chingis. Das gibt Stufe 9 und ihr habt euren Trishula. Eine einfache Kombo mit zwei Karten auf der Starthand, die ihr jeweils den Vertrag im Prinzip 6-mal spielt und den Schleim 3-mal. Also eine ganz einfache Sache. Ich habe noch mehr für euch. Für die nächste Kombo brauchen wir den dunklen Vertrag mit dem Tor und zwei von diesen drei Karten hier. Necroslime, Swirl Slime und Lamia. Es wird auch reichen, wenn ihr zwei von den dreien habt. Wie gesagt, den dritten sucht euch dann mit dem Vertrag. Solltet ihr dort trotzdem alle drei haben, auch gut. Dann könnt ihr euch mit dem hier was anderes suchen. Ist auch kein Problem. So, also. Sagen wir mal, wir haben Lamia nicht auf der Hand, sondern wir aktivieren jetzt den Vertrag und holen uns Lamia vom Deck auf unsere Hand. Als nächstes aktivieren wir den Effekt vom Wirbelschleim, fusionieren den mit Necroschleim und specialen einen Chingis. So. Nachdem wir Chingis fusioniert haben, beschwören wir Lamia als Normalbeschwörung. Als nächstes würden wir dann Chingis und Lamia synchronisieren. Das gibt dann den Gastking Alexander, Böenkönig. So. Nachdem wir das gemacht haben, werden wir den Wirbelschleim und Necroschleim im Friedhof durch den Effekt von Necroschleim nochmal fusionieren zu Chingis. Der zweite Chingis, den wir haben, das ist der hier. Dann durch Alexander beschwören wir Lamia. So. Dann würden wir Alexander und Lamia zu Siegfried synchronisieren. Als nächstes haben wir den Effekt von Chingis und beschwören Alexander. Und nun würden wir Lamia beschwören, indem wir den dunklen Vertrag mit dem Tor auf den Friedhof legen. Lamia kommt zurück. Und nun gibt es hier mit Lamia und Alexander. Lamia geht in diesem Fall übrigens aus dem Spiel. Crystal Wing. Euer Feld besteht nun also aus drei Monstern. Mit einem könnt ihr Monstereffekte negieren, mit dem anderen Zauber- und Fallenkarten. Und alle haben über 2000 oder mehr Angriffspunkte. So richtig cool. Aber ich habe noch mehr. Für die nächste Combo braucht ihr wieder Vertrag und zwei von drei Karten in der Hand. Schleim, also Wirbelschleim, Kopernikus und Lamia. Wie gesagt, zwei von drei reichen. Die andere sucht ihr euch mit dem Vertrag. Und ihr braucht noch einen Necroschleim im Deck. Das ist also hier unser Deck jetzt. Sagen wir mal, wir haben wieder mal Lamia nicht gezogen. Böse Lamia. Dann aktivieren wir als erstes mal den Vertrag. Ich mache hier mal ein kleines bisschen Platz. Das wäre unsere Hand. Ich nehme das mal hier rüber und das ist Deck. Aktivieren wir mal den Vertrag. Mit dem Vertrag suchen wir uns die fehlende Karte. In diesem Fall jetzt Lamia. Als nächstes würden wir Wirbelschleim und Lamia fusionieren von der Hand durch den Effekt vom Wirbelschleim und Chingis Special.
Nun über Wirbelschleim verbannen. Das ist sein Friedhofseffekt und Kopernikus Special. Durch Kopernikus dürfen wir Nekroschleim auf den Friedhof legen. Als nächstes würden wir den Effekt von Chinggis aktivieren und Lamia zurückholen, weil wir ja ein Doppel-D-Monster gespecialt haben. So, dann, nachdem wir Lamia auf dem Spielfeld haben, würden wir jetzt Lamia und Chinggis wieder synchronisieren zu Bödenkönig Alexander. Mit Alexander auf dem Feld würden wir dann den Effekt vom Nekroschleim im Friedhof aktivieren, mit Chinggis zusammen fusionieren und dadurch bekommen wir dann Oracle King Dark bzw. König von Orléans, wie es im Deutschen heißt. Nachdem wir Ark auf dem Spielfeld haben, würden wir jetzt unseren Alexander nutzen und Lamia specialen. Mit Lamia und Alexander Friedhof bekommen wir Crystal Wing. Dann opfern wir den Vertrag hier, specialen unsere Lamia und würden Ark und Lamia, also die beiden hier, synchronisieren, um uns einen Siegfried zu holen. Ja, und jetzt habt ihr ein cooles Feld. Ihr könnt wieder negieren, ihr könnt Monster negieren, Zauber negieren, ihr habt Angriffspunkte, wirklich cool. Für die nächste coole Combo braucht ihr einen Kepler in der Hand und eine von, also nicht eine, sondern drei von vier Karten in der Hand. Lamia, Wirbelschleim, Nekroschleim und Ragnarok, also drei von denen. Und ihr braucht noch einen Vertrag mit dem Tor im Deck. Sagen wir mal, wir haben Lamia und den Vertrag noch im Deck liegen. Als erstes würden wir dann Kepler beschwören, den Effekt von Kepler aktivieren und uns den Vertrag suchen. Mit dem Vertrag könnt ihr euch jetzt die fehlende Karte suchen. In unserem Fall Lamia, das kann aber auch Schleim sein, Nekroschleim oder Ragnarok. Wir suchen uns jetzt mal Lamia. Als nächstes würden wir den guten Ragnarok hier in die Pendel Scale legen. Ich mache das jetzt mal hier, einfach damit man es besser sieht. Wobei, nee, jetzt haben wir ja hier wieder Platz bekommen. Legen wir ihn hier hin, das ist jetzt unsere Pendel Scale. Dann als nächstes Wirbelschleim und den Nekroschleim, den schnappen wir uns wieder und dann haben wir eine Fusion mit. Und ihr kennt es wahrscheinlich langsam schon ein bisschen, das gibt Chinggis. Chinggis wird gespecialt. Dann verbannen wir den Wirbelschleim und Special Lamia. Als nächstes fusionieren wir. Was heißt fusionieren? Wir synchronisieren Lamia und Chinggis zu Alexander. Haben wir den guten auch schon. Durch Ragnarok würden wir jetzt Chinggis beschwören. Und durch Alexander specialen wir Lamia. Als nächstes Lamia und Alexander, also so, gibt Crystal Wing. Und ja, jetzt sind wir schon relativ gut dran eigentlich. Als nächstes würden wir den Nekroschleim und Alexander verbannen und uns Ark special. Als nächstes nutzen wir den Effekt von Chinggis, um Lamia zu specialen. Jetzt haben wir ein volles Feld. So. Und Lamia und Kepler fusionieren jetzt. Was sage ich jetzt? Schon wieder fusionieren. Synchronisieren wir und bekommen dadurch ein Formelsynchron. Durch Formelsynchron dürfen wir natürlich noch eine Karte ziehen. Als nächstes kommt Formelsynchron und Chinggis, die zwei hier, was uns wiederum
einen Siegfried gibt, dann würden wir den Effekt von Lamia mal benutzen. Indem wir den Vertrag hier weglegen. Specialen wir Lamia. Und Lamia und Ark synchronisieren wir dann auch noch zu Omega. Das ist ein richtig gutes Feld. Ihr könnt einen Monster-Effekt negieren, ihr könnt einen Zauber- oder Fallenkarten-Effekt negieren und ihr habt Omega, ihr könnt im Gegner sogar noch eine Handkarte klauen, plus ihr habt noch eine Karte gezogen. Super coole Eröffnungs-Kombo. Für die letzte Kombo in diesem Video braucht ihr wieder Vertrag mit dem Tor. 3 von diesen 4 Karten hier und ein Vertrag mit dem Sumpfkönig im Deck. Wir gehen mal wieder davon aus, Lamia ist nicht bei uns. Aktivieren dunkler Vertrag mit dem Tor, holen uns Lamia auf die Hand. So, als nächstes würden wir dann Kepler und Wirbelschleim von unserer Hand durch den Effekt von Wirbelschleim fusionieren. Und das gibt unseren guten alten bekannten Chingis. Nun mit Chingis auf dem Feld würden wir dann Lamia beschwören. Chingis und Lamia zu Alexander synchronisieren. Dann kommt unser Böenkönig. Dann als nächstes verbannen wir den Wirbelschleim von unserem Friedhof. Nutzen also seinen Friedhofseffekt. Und Special Ragnarok von unserer Hand. Als nächstes aktivieren wir den Effekt von Alexander, gefolgt vom Effekt von Ragnarok. Würden also durch Ragnarok Lamia beschwören. Und durch Alexander würden wir Chingis specialen. So rum. So. Als nächstes aktivieren wir Chingis. Specialen Kepler. Und durch das Kepler gespecialt wurde, dürfen wir uns den Vertrag mit dem Sumpfkönig suchen. Den haben wir jetzt also auch auf der Hand. Dann Lamia und Kepler. So. Geben Formel synchron. Heißt, wir dürfen wieder eine Karte ziehen. Das ist also quasi hier unsere Hand. Dann als nächstes würden wir Formel synchron und Chingis zu Siegfried synchronisieren. Nachdem wir jetzt Siegfried auf dem Feld haben, beschwören wir Lamia von unserem Friedhof. Das machen wir, Entschuldigung, indem wir den Vertrag hier auf den Friedhof legen. Und nun können wir mit Lamia und Alexander zu Crystal Wing synchronisieren. Dann als nächstes, also Lamia geht natürlich aus dem Spiel, wenn wir das machen. Und nun können wir den Vertrag mit dem Sumpfkönig aktivieren. Den benutzen wir, um Alexander von unserem Friedhof und Chingis, den sie aus dem Spiel nehmen, zu Beowulf zu fusionieren. Viele verschiedene Beschwörungen hier drin. Und nun haben wir mit Beowulf und Ragnarok 2 Stufe 8 Monster auf dem Spielfeld. Das heißt, wir überlagern die beiden. Sorry übrigens, ich habe hier leider nur eine Proxy. Den Hope Harbinger Titanic Galaxy will man dann specialen. So, und nun haben wir Monster negieren. Wir haben diesen coolen Effekt hier, der euch während des Spielzugsbedingungen schon seine laufende Zauber- oder Fallenkarte negiert. Der ist richtig, richtig gut. Und wir haben Hope Harbinger Galaxy, der euch ebenfalls eine Zauberkarte negieren kann und sie an ihn selbst als Xyz-Material anhängt. Ihr könnt also bis zu 2 Zauberkarten negieren und einen Monster-Effekt noch hinten rein. Und ihr habt 2 Monster mit 3000 und 1 mit 2800 Angriffspunkten. Richtig, richtig coole Kombo, auch die hier. Und wir haben noch eine Handkarte gewonnen durch Formelsynchron. Ja, das war's von diesem schnuckligen kleinen Combo-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch diese Art von Videos gefällt, lasst einen Daumen da, abonniert doch auch den Kanal und schreibt mir doch mal eure Combos in die Videobeschreibung. Ich bin sicher, ihr habt ganz eigene und coole Methoden, um euer Feld im ersten Zug voll zu klatschen.
und ich würde mich riesig freuen, die zu lesen. Wenn ihr sagt, hey, das ist ein cooles Format, schaut mir auch das in die Kommis. Und wenn ihr das für andere Decks auch gerne haben würdet, dann meldet euch und dann schauen wir mal, was wir da machen können. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Icarus, der mir hier tatkräftig geholfen hat, die Kombos zu Papier zu bringen. Er hat mir die wirklich wunderschön aufgeschrieben, sodass ich für meinen Teil erstens mal das Deck lernen konnte und euch jetzt auch zeigen konnte, wie ihr das Deck spielen könnt und welche Kombos es gibt. Wie gesagt, es gibt bestimmt noch viele, viele mehr und lasst uns die in den Kommentaren zusammentragen. Ich freue mich riesig drauf, eure Kombos zu sehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche ganz einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao, Leute.